Gleich nachgefragt bei meiner Kollegin Katharina Willinger. Frau Willinger, Sergej Lavrov, der russische Außenminister, ist heute zu Besuch in der Türkei. Geben Sie uns einen kurzen Ausblick. Was darf man erwarten? Also der Besuch von Lavrov, der ist schon seit längerem angekündigt gewesen. Er trifft sich heute tatsächlich in Ankara auf einer Botschafterkonferenz mit dem türkischen Außenminister Çavuşoğlu. Das Hauptthema wird sicherlich der Syrien-Gipfel Anfang September sein, der vorbereitet werden soll, an dem neben Putin, Merkel und auch Macron teil, heißt es, die USA allerdings nicht. Ein weiteres Thema sollte die Gaspipeline Turkish Stream sein. Gazprom möchte da die Ukraine umgehen. Und ein weiteres Thema auch der Kauf des S-400 Luftabwehrsystems, der auch von den USA scharf kritisiert wurde. Sie sind ja schon seit längerem Korrespondentin in der Türkei, haben die Putschversuche etwa 2016 hautnah miterlebt. Wie erleben Sie die Türkei dieser Tage? Also wenn man sich momentan mit Türken auf der Straße im Bekanntenkreis unterhält, dann ist da so ein bisschen ein Ohnmachtsgefühl, eine Art von Fassungslosigkeit, würde ich es fast sagen, da, weil keiner glauben kann, was da gerade passiert. Also vor wenigen Wochen, vor wenigen Monaten hätte niemand damit gerechnet, dass es zu so einer Wirtschaftskrise kommt, zumal das ja jetzt in den letzten Tagen sich so zugespitzt hat. Sie haben es im Beitrag erwähnt, am Freitag gab es einen Wertverlust allein von 20%, seit Jahresbeginn 45% an Wert. Wir haben uns gestern auf der Straße umgehört, da waren viele Leute sehr, sehr verärgert und haben gesagt, sie fordern jetzt ein direktes Maßnahmenpaket der Regierung. Sie können auch nicht verstehen, warum die Regierung so lange stillhält. Seit Freitag gibt es eigentlich keinen konkreten Aktionsplan. Der Finanzminister hatte was vorgestellt, da kamen aber kaum Inhalte bei rum. Und das macht sich natürlich jetzt in der Bevölkerung, dieser Unmut, breit. Klar, es gibt natürlich auch sehr viele, die hinter der Regierung stehen und die Meinung vertreten, die Regierung propagiert, dass das alles ein Wirtschaftskrieg des Westens ist. Aber zunehmend lässt sich schon auch spüren, dass die Leute unzufrieden sind, weil es ihnen direkt an die eigentliche finanzielle Tasche geht. Die Tasche der Touristen hingegen, die scheint paradiesisch sich zu füllen, denn das ist ja der Umkehrschluss, wenn Sie sagen, die Währung verliert 45%, sagten Sie, seit Jahresbeginn. Das heißt ja 45% mehr Kaufkraft. Ist das wirklich so, dass jetzt sozusagen Touristenhorden übers Land ziehen und alles einkaufen? Also ganz so schlimm ist es nicht. Das sind Extrembeispiele im Beitrag gewesen. Da geht es ja um Luxusboutiquen von ausländischen Herstellern. Da war es wohl am Wochenende tatsächlich so, dass diese Boutiquen die Lira-Preise nicht angepasst haben, nicht erhöht haben. Das heißt, Taschen oder Schuhe waren dann plötzlich um 20% günstiger als noch in der Vorwoche. Und wenn man dann mit seinem Dollar oder seinem Euro ins Land kommt, dann bekommt man natürlich wesentlich mehr Geld als noch vorher. Jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren vermehrt arabische Touristen vor allem nach Istanbul gekommen sind. Istanbul ist für Leute aus den Golfstaaten, aus den Emiraten ein sehr, sehr beliebtes Urlaubsziel. Warum? Weil die Türkei und Istanbul für sie eben ein sehr, sehr liberales islamisches Land, eine sehr, sehr liberale Stadt darstellt im Vergleich zu ihren Heimatländern. An den Küsten macht sich jetzt auch wieder so ein Trend bemerkbar. Da kommen immer mehr Deutsche zurück, muss man sagen. Die sind ja in den letzten Jahren ausgeblieben. 2018 schaut es wohl so aus, dass das ein Rekordjahr werden könnte. Es könnte 2014, das schon sehr gut lief, übertreffen. Aber, das muss man auch sagen, wir haben mit vielen aus der Tourismusbranche gesprochen, die sagen uns, das ist ein teuer erkaufter Erfolg, denn die Zimmer, die Preise, die Dumpingpreise, die an die Pauschaltouristen angeboten werden, die sind sehr, sehr, sehr niedrig im Vergleich. Das heißt, die Gewinne sind wesentlich geringer als noch in den Vorjahren. Aber man sagt halt, bevor man die Zimmer leer stehen lässt, dann vergibt man lieber Preise, die man vielleicht vor 4, 5 Jahren so noch nicht gemacht hätte. Einblicke und Ausblicke waren das in das Leben der Türkei von meiner Kollegin Katharina Willinger. Ganz herzlichen Dank dafür.